Willkommen, willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Ausgabe. Es gibt wieder vieles zu berichten, aber vorab, es ist furchtbar, denn das Jahr endet schon wieder. 2019 geht zu Ende, Wahnsinn, aber wir haben noch ein paar News. Neues also zum Leitstellen-Simulator, wir haben Addons von Train Simulator und OMSI und vieles mehr, das alles jetzt. Und damit meldet sich PDP Software zurück mit dem Leitstellensimulator. Hier gibt es endlich einen richtigen Trailer. Zu sehen hier natürlich absolutes Ingame-Material und ein Release-Datum sowie Preise. Das alles hat jetzt die PDP Software veröffentlicht und das wollen wir euch jetzt natürlich hier verraten. Wir haben also den Leitstellensimulator. Trete als Busfahrer jederzeit einer Leitstellenfahrt bei und sei Teil eines großen Events. Arbeite mit der Leitstelle zusammen, um deine Schichten perfekt zu absolvieren und die Fahrgäste pünktlich und sicher zu ihrem Ziel zu bringen. Nebenbei kannst du dich per Funk mit anderen Busfahrern unterhalten oder den Geschehnissen im Leitstellenfunk lauschen. Du interessierst dich mehr für Management und das Lösen anspruchsvoller Aufgaben? Dann gründe deine eigene Leitstellenfahrt alleine oder gemeinsam mit Freunden und schlüpfe in die Rolle des Leitstellenleiters. Disponiere Touren für echte Fahrer, halte den Fuhrpark im Auge und meistere spannende Herausforderungen in Zusammenarbeit mit deinen Busfahrern. Schaffst du es, sowohl deine teilnehmenden Fahrer als auch die Fahrgäste zufriedenzustellen und alle unvorhergesehenen Ereignisse zu bewältigen? Fragezeichen. Das Ganze erscheint jetzt am 14.12.2019. Wer das Ganze vorbestellt, kann jetzt am 13.12.2019 bereits loslegen. Hierzu gibt es auch zwei Versionen, die man auf der Seite leitstellenfahrt.de vorbestellen kann. Es gibt einmal die Standardversion, die beinhaltet den Leitstellensimulator und die kostet 19,99 Euro. Dann gibt es noch einmal die Möglichkeit, die Deluxe Edition vorzubestellen. Und hier haben wir den Leitstellensimulator drin, die App für Android und iOS und den Zugang zur exklusiven Beta. Wer bereits natürlich vorige Teile besitzt, also sei es denn zum Beispiel der Busbetriebssimulator, kann nochmal bis zu 25% sparen. Also das hört sich doch eigentlich relativ fair an. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Ganze halt vorbestellen. Allerdings muss man hier sagen, so wie wir das Ganze jetzt verstanden haben, handelt es sich hierbei, wenn ihr die exklusive Beta jetzt am 14.12. spielen wollt, müsst ihr mindestens die Deluxe Edition euch vorbestellen, damit ihr nämlich da nämlich den Zugang zur exklusiven Beta bekommt. Bestellt ihr euch die ganz normale Version, also die Standardversion, habt ihr die Möglichkeit im ersten Quartal 2020 den Leitstellensimulator zu spielen. Das hört sich da ganz gut an. Wir haben hier auch ein bisschen Ingame-Material gesehen. Und ich finde, wir freuen uns sehr auf dieses Addon und hoffen natürlich, dass wir hier viel, viel Spaß wieder miteinander verbringen können. Zeitgleich wird es dann auch noch das große Update für den Busbetriebssimulator geben. Also auch hier zwischen den 13.12. oder den 14.12. wird da der Busbetriebssimulator geupdatet werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Hier gab es ein neues Update für die Citybus i260 und den i280. Es gab einige Verbesserungen, Änderungen und Bugfixes in den beiden OMSI-Addons Citybus i260 und i280. Hier zum Beispiel die Behebung und Verbesserung der Skripte, Behebung von kleineren Animationsfehlern, Behebung weißer Details ohne Texturen, Behebung einiger Repaints, Änderung der Körpergeometrie, Änderung der Dach- und Lukengeometrie und detaillierter Boden des Busses. Das Ganze findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung als Link, könnt ihr euch dementsprechend halt auch nachlesen. Dann ist ein neuer DLC erschienen von Harlycon. Wir haben uns das Ganze bereits im Let's Play schon angeschaut. Wenn ihr das Video verpasst habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Kaum ein Bus dürfte ein Stadtbild so geprägt haben wie der MAN DN95. Dieser Doppeldeckerbus, der eigentlich MAN ND202 heißt, gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor, der Reichstag oder der Fernsehturm. Er bot 71 Passagieren Sitzplätze, weitere 21 konnten stehend befördert werden. Jetzt wird dieser Bolide erstmals in OMSI 2 dank des Addons MAN DN95 einsetzbar sein. Hier kostet das Ganze 12,95 Euro. Ihr könnt das Ganze natürlich auf Steam kaufen oder auf der Seite von Harlycon oder aber auch auf Gamesplanet. Da habt ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber bezahlt kauft über Gamesplanet, dann unterstützt ihr diesen Kanal damit. Fänden wir eine relativ coole Sache und würden uns natürlich sehr, sehr darüber freuen.
Wir haben uns den angeguckt und sind eigentlich positiv überrascht gewesen, dass dieser Bus sich doch relativ gut fährt. Er hat natürlich Mängel, wo man sagen kann, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber wir, nicht nur wir haben so eine Wertung abgegeben, viele andere, die den Bus selbst jetzt getestet haben und soweit gesehen haben, wie der Bus sich so verhält, sind da der gleichen Meinung. Also hier wäre natürlich noch wünschenswert, wenn es hier noch die ein oder andere Verbesserung geben würde. Der Fernbus-Simulator hat ein neues DLC angekündigt und dabei handelt es sich um den Scania Touring, ein neuer Bus für den Fernbus-Simulator. Der Scania Touring bietet sowohl dir als Fahrer als auch deine Passagiere eine angenehme Fahrt, wohin diese dich auch immer um die Welt führen mag, egal ob du deine Fahrgäste in den Urlaub ihres Lebens fährst oder ihnen eine erstklassige Ferntransport bietest. Dieses DLC-Paket erweitert deinen Fuhrpark um den Scania Touring in allen drei Versionen, hier in der Version 121, 129 und 137. Der DLC wird demnächst verfügbar sein. Wir haben aber auch noch Neues von dem Fernbus-Simulator. Entschuldigung. Hier haben wir nämlich den Fernbus-Simulator, das Update 23 ist jetzt offiziell verfügbar. Endlich ist es da, das Update 23 ist nun offiziell verfügbar. Mit diesem Update haben wir viele Dinge behoben, sehr viele. In erster Linie natürlich die Bäume und Büsche auf den Straßen und in der Luft. Darüber hinaus haben wir uns um die Gravitationsprobleme gekümmert und die Performance verbessert. Und wir haben unter anderem die letzten Vorbereitungen für einige bevorstehende DLCs getroffen. Hier findet ihr die vollständige Changelog. Leistungsoptimierung, Gravitationsfehler beim Spielerfahrzeug behoben, Beleuchtungssystem der Welt überarbeitet, Verbindung der Autobahn in Nähe Kaiserslautern korrigiert, experimentelle Multi-Display-Funktion aktualisiert, einige Abstürze beim Spielstart und während des Spiels wurden behoben. Einige Fatal-Error-Abstürze beim Starten und im Verlauf des Spiels behoben. Weihnachtsstraßenbeleuchtung korrigiert, Fehler im Terrainmaterial korrigiert, fehlerhafte KI, Bus, Windschutzscheiben korrigiert, Fahrerauswahl überarbeitet, Fahrzeuge sind nach Hersteller kategorisiert. Das alles ist jetzt verfügbar und sollte bei euch schon längst auf dem Computer sein. Der Train-Simulator hat ein neues Add-on veröffentlicht, also direkt von Dovetail Games, der DBBR 146.5 und BR 668.2 Intercity 2 Loco Add-on ist erschienen. Das Ganze am 28. November 2019 für einen Preis von 13,99 €, aktuell um 15% preisreduziert, hier bei 11,89 €. Wir haben dazu bereits ein Video gemacht und sind redlich enttäuscht gewesen, so wie viele andere auch. Erleben Sie den modernen Personenzugverkehr mit stilvollen IC2 der Deutschen Bahn, der bereitsteht, um im Train-Simulator den Dienst aufzunehmen. Dieses DLC gibt es bereits auch von Rail Traction und hier empfehlen wir euch, lieber dieses Add-on zu nehmen, als das Ding direkt von Dovetail Games zu kaufen. Man sieht deutliche Qualitätsschwächen. Hier anbei mal ein reales Bild. Danke an Phasus für das Bild. Sehen wir, dass hier schon einiges nicht so ganz hinhaut wie bei dem DLC von dem Dovetail Games. Schaut euch da, wie gesagt, selbst das Video dazu an. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es ein weiteres DLC, welches erschienen ist, und zwar die Bernina Line von Poggiavo nach Tirano. Erkunden Sie die anspruchsvolle Alpentäler der Schweiz mit Rivet Games gewaltiger Bernina Line Poggiavo Tirano. 1904 wurde die revolutionäre Albula Line für den Verkehr freigegeben, die sich bis zum Kurort St. Moritz erstreckt und den Fortbestand der Streckenverbindungen in der Ostschweiz sichert. Sie war nur etwa ein Jahr lang in Betrieb, bis Diskussionen über eine weitere Eisenbahn geführt wurden. Eine Strecke, die durch das Berniner Tal nach Süden führt und bis auf 2253 Meter, in Klammern 7392 Fuß, ansteigt, bevor der Abstieg zur schweizerischen italienischen Grenze beginnt. Könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung, findet ihr den Link dazu, könnt ihr da auf Steam kaufen, selbstverständlich. Videos gibt es dazu auch schon. Ein weiteres Add-on, welches aufgetaucht ist, ist die TS-20 Fantastic Forest, die aktuell nur in Bildern verfügbar ist. Und hierbei handelt es sich um eine neue Strecke, die zwischen Kiel und Lübeck liegt und 80 Kilometer lang sein soll. Ihr findet dazu unten einiges in der Videobeschreibung. Den Link verlinke ich euch direkt zu Dovetail Games. Wir sind gespannt, wie das Ganze aussieht. Die Bilder, auf jeden Fall, die man da gesehen hat, sahen schon sehr, sehr anspruchsvoll aus. Kommen wir
zum Eurotruck-Simulator, meine Simulation, die sonst nicht hier auf dem Kanal ist, aber Road to the Black Sea ist jetzt aktuell angekündigt und ist jetzt auch demnächst verfügbar, denn das Ganze erscheint jetzt am 5. Dezember 2019. Wir spielen sehr, sehr gerne den Eurotruck-Simulator, gerade im Multiplayer, deswegen ist uns das ganz wichtig, dass wir das hier in den News noch mit aufnehmen. Wir haben hier 10.000 Kilometer neue Strecke, die ihr fahren könnt. Rumänien, Bulgarien und im europäischen Part der Türkei sind mit dabei. Wir haben 11 neue Lokal-Company-Dogs, wir haben 20 New Major Cities und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Das Ganze, wie gesagt, findet ihr auf Steam, könnt ihr kaufen. Wir freuen uns sehr auf dieses DLC. Was es kosten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir rechnen aber hier mit einem Preis von 15 bis 25 Euro. So dazwischen wird das auf jeden Fall liegen. Wahrscheinlich gibt es dann auch wieder zum Start des Spiels einen Preisabfall, eine Preisreduzierung, ein Rabatt. Schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf dieses DLC, denn wir haben hier natürlich ein absolutes Highlight. Straßenbahn sind nämlich wieder mit dabei und ich denke mal, das könnten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Und damit enden dann auch schon wieder unsere News. Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier manchmal rumgeht. Ich musste einiges schneiden, es tut mir leid, aber wenn du halt so ein langes Video hast, dann kannst du das halt nicht immer und immer wieder von vorne machen. Deswegen tun mir die Schnitte leid, es tut mir wirklich leid, aber vielleicht können wir so dementsprechend mehr aus den Videos rausholen als sonst. Ja, sonst versuche ich das Ganze natürlich immer kompakt in einem Ruck durchzuziehen, aber manchmal ist es halt nicht möglich, manchmal verspricht man sich einfach und dann ist es sowas von ärgerlich, wenn das ganze Video dann dementsprechend neu aufgenommen werden muss. Deswegen entschuldige ich mich jetzt hier, falls ihr den Cut gemerkt haben solltet, hoffe natürlich, dass ihr mir da jetzt nicht allzu böse seid. Und wir sehen uns hoffentlich zu den nächsten News wieder nächste Woche. Sonntag ist es wieder soweit und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten. Tschüss!